von Bösis Cook & Barbecue. Heute machen wir für euch ein Quick and Dirty Yummy Snack. Und was das ist, das zeigen wir euch jetzt. Ich habe den Mund zu voll. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. We'll be right back.
am schönsten Teil angelangt. Wir dürfen probieren. Das Fajita-Gewürz von Hanse Gewürze ist wirklich klasse. Ich habe den Mund. So, die Kombination, Freunde. Zwiebel, Bacon, Fleisch. Laugenstange und Käse. Einfach, was will man mehr? Wie gesagt, ich bin kein Fan von überschwänglicher Freude, wenn es um Gewürze geht. Das ist nicht so mein Ding. Aber, ich muss eins sagen, dieses Fajita von Hanse Gewürze ist mein absoluter Favorite zur Zeit. Und jetzt beißen wir mal in dieses Teil da rein. Also ich glaube, ich habe das noch nie in einem Video erwähnt oder erzählt. Aber das hier unbedingt mal nachmachen. Faszinierend, wie das schmeckt. Also richtig geil. So einen kleinen Quick and Dirty Snack. Mach's mal nach. Oder was besser oder was anders, aber versucht es einfach mal. Geil. Wenn euch dieses knappe, kurze Video riesig gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar rein, lasst sogar vielleicht ein Abo da. Wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, wie immer, der dieses dann auch tut. Bis dahin, die Nicole und der Olli von Böse Kuck & Barbecue wünschen euch noch eine gute Zeit. Wir sehen uns bis dann. Servus und ciao, macht's gut. Und wie immer, schreiben wir das ganze Zeug, was wir hier verbaut haben, unten in die Infobox rein, Mengen, Zutaten, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran.